Meine Reise an der Spitze der FPÖ ist mit dem heutigen Tag zu Ende. Mit diesem Satz hat Norbert Hofer letzte Woche sein Amt als Parteichef niedergelegt. Spätestens seit diesem Zeitpunkt läuft die Suche nach einem Nachfolger. Wie sie läuft und wie es dazu gekommen ist, hat sich Rebecca Salzer für das Hohe Haus angeschaut. Es ist Norbert Hofers erster Tag nach der Reha wieder zurück im Büro. Nach Besprechungen mit seinem Team dürfte schnell klar sein, das bestimmende Thema die kommenden Wochen für die FPÖ würde wohl die Obmann-Debatte sein. Darauf dürfte Norbert Hofer einfach keine Lust mehr gehabt haben. Am 1.6. um 16.12 Uhr setzt er folgenden Tweet auf Twitter ab. Heute ist mein erster Tag nach der Reha und mein erster Tag nach der Tagespolitik. Ich lege meine Funktion als Bundesobmann zurück und wünsche meinem Nachfolger alles Gute. Laut Recherchen der Tageszeitung Standard ist Hofers Büro derart überrascht über den Tweet, dass man vermutet, Kickls Mitarbeiter hätten den Account Hofers gehackt und die Rücktrittsankündigung geschrieben. Deshalb wird er nur 4 Minuten später wieder gelöscht, offenbar von Hofers Büro selbst. Der Grund für seinen Abgang: Herbert Kickl. Er, Hofer, lasse sich nicht täglich ausrichten, dass er fehl am Platz sei. Das sagt er gegenüber einer Boulevardzeitung. Nur knapp 3 Stunden vor dem Rücktritt ist Herbert Kickl mit Parteikollegen aus Niederösterreich wandern. Öffentlichkeitswirksam. Damit man mich besser sehen kann. Er hat auch einige Medien eingeladen, bei der Wanderung dabei zu sein. Von Hofers Rücktrittsidee hat er ganz offensichtlich keine Ahnung. War das jetzt der Aufstieg an die FPÖ-Spitze? Also heute ist, sage ich, Wandertag, heute ist Natur und heute ist nicht Innenpolitik. Die gegenseitigen Sticheleien, zuletzt etwa der Saga von Hofer, sind die Katzen aus dem Haus, feiern die Mäuse Kirtag, als Replik auf die Ankündigung von Kickl, er stehe als Spitzenkandidat bei einer möglichen Nationalratswahl zur Verfügung. Und Kickls Antwort darauf? Wenn ich an Katzen und Mäuse denke, dann fällt mir immer Tom und Jerry ein. Und ganz ehrlich gesagt, das ist für die Katze wenig schmeichelhaft. Das sei eben alles nur Spaß gewesen. Er und Hofer, sie hätten eben einfach einen guten Humor, sagt Kickl auf der Rax. Das ist ja gar nicht die Diskussion gewesen. Ja. Das ist das, was man versucht, daraus zu machen. Sondern wir haben darüber diskutiert, wie es aussehen könnte und wie man sich aufstellen könnte, wenn es möglicherweise vorgezogene Nationalratswahlen gibt. Ja. Aber wären Sie gerne Bundesparteiobmann? Und das ist ja gar nicht gegangen. Also wir haben einen gewählten Bundesparteiobmann und nach meiner Information steht kein Bundesparteitag an. Und das ist auch gut so, wie es ist. Es gibt keinen Sonderparteitag. Na, warum soll es einen Sonderparteitag geben? Gesagt um 13.45 Uhr. Ab 16.12 Uhr ist alles anders. Nach dem Tweet und der Erklärung Hofers ist die FPÖ den restlichen Tag um Schadensbegrenzung bemüht. Offizielle Worte hört man an diesem Tag keine mehr. Die gibt es erst am nächsten Tag in einer sogenannten Pressekonferenz. Dauer 10 Minuten. 2 Statements, Fragen von Journalisten sind nicht erlaubt. Man argumentiert heute mit Hofers Gesundheitszustand als Rücktrittsgrund. Jetzt während der Rehabilitation hat er in seinen Körper hineingehorcht und hat gemerkt, dass das möglicherweise zu sehr an ihm zehrt und daher auch im Einklang mit seiner Familie den Beschluss gefasst, dass er mehr Raum in seinem Leben für die Gesundheit und die Familie finden möchte. Auch Norbert Hofer meldet sich via Facebook zu Wort. Er ruft zur Geschlossenheit auf. Ob es die geben wird, ist fraglich, denn spätestens jetzt beginnt der interne Machtkampf um den neuen Obmann. Der erste, der sich aus der Deckung wagt, ist der mächtige oberösterreichische FPÖ-Landesparteichef Manfred Heimbuchner. Er spricht sich gegen Kickl als neuen Bundesparteiobmann aus. Nach derzeitiger Sicht würde ich hier eine offensive Unterstützung nicht kundtun. Aber man wird das mal sehen, das wird man besprechen. Ich mache aber aus meinem Herzen keine Mördergrube. Aber wenn es dann so ist, wie es ist, dann akzeptiert man die Dinge. Aber vorerst gibt es einmal Gespräche und auch ich werde da meinen Beitrag dazu leisten. Er selbst stehe aber nicht zur Verfügung. Genauso wenig wie der Chef der FPÖ Steiermark, Mario Kunasek. Oder Wiens Landesparteichef Dominik Knepp. Oberösterreich, Steiermark, Wien. 3 der wichtigsten FPÖ-Länder, sie sind nicht dem Kickl-Lager zuzuordnen. In Salzburg, dem Burgenland, Tirol und Kärnten hingegen ist man überzeugt. Herbert Kickl ist der Richtige für die Spitze der FPÖ. Ich denke, es ist nur logisch, dass der Klubobmann jetzt auch den Parteiobmann übernimmt und wir somit diese beiden Funktionen wieder zusammenführen. Faktum ist, dass Herbert Kickl mit seiner kantigen Oppositionspolitik es bewirkt hat, also maßgeblich bewirkt hat, dass wir in Umfragen von ungefähr 10% vor einem Jahr auf ungefähr 20% gestern in der ersten Umfrage uns glatt verdoppelt haben.
Eine Spaltung der Partei wegen Uneinigkeit werde es jedenfalls nicht geben. Weil wir Knittelfeld hinter uns gelassen haben und glaube alle wissen, was das bedeutet und das wollen wir nicht noch einmal haben. Auch der FPÖ-Fraktionsführer im Ibiza-U-Ausschuss spricht sich klar für Kickl aus. Ich arbeite mit Herbert Kickl ausgezeichnet zusammen. Auch die Erfolge, die wir im Untersuchungsausschuss erzielen konnten, hängen natürlich damit zusammen, dass Herbert Kickl auch hier entsprechende Ressourcen zur Verfügung gestellt hat seitens des Freiheitlichen Parlamentsclubs. Also mein persönlicher Favorit für dieses Amt und es wäre auch vernünftig, um nicht wieder eine Doppelspitze zu haben, wäre auf jeden Fall Herbert Kickl. Kickl selbst wird's wohl freuen. Er hat bereits angekündigt, er werde seinen Beitrag leisten.